Ohayo, Minasan. Hi, ich bin die Marie-chan, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich habe mich heute entschieden, über eine ganz andere Serie zu reden. Es geht diesmal nicht um Vinland Saga, sondern um den Anime Given, der auch aktuell läuft in der Summer Season. Given ist, Spoiler, so ein toller Anime, so ein wirklich toller, toller Anime. Ich hatte von Anfang an den vor zu schauen, weil das ist voll so mein Genre, mein Geschmack, also alles mit Drama School und Musik, vor allem Musik. Ich meine, ich liebe Nana bis heute, auch wenn es noch nicht zu Ende ist und wahrscheinlich nie enden wird. Und ich liebe auch Anonymous Noise, wobei mir davon der Anime jetzt nicht so getaugt hat. Ja, und als ich dann halt die Synopsis für Given damals gelesen habe, bevor die Summer Season begonnen hat, da wusste ich schon, oh, ich muss das anschauen. Ja, und gegen BL habe ich sowieso nichts. Ich meine, ich habe früher so zu den guten Schulzeiten schon einiges an BL-Krams gelesen. Das hat jetzt um einiges nachgelassen. Nichtsdestotrotz bin ich dem Genre noch nicht abgetan. Es hat mich nur nach einer gewissen Zeit gelangweilt. Ja. Aber ich schaue das Ganze nicht an, weil es ein BL ist, sondern halt eben Musik, Drama, Tech. Ja, um was geht's denn da? Also ganz oberflächlich, es gibt halt zwei Jungs, die sind in der Highschool. Einmal Rizka, der spielt in der Band, der ist Gitarrist. Und Matthew, die gehen zur selben Schule, selbe Jahrgang, aber ich glaube nicht dieselbe Klasse. Und die lernen sich durch Zufall kennen. Und dann fängt halt alles an. Und Given ist halt so toll, weil es ist. Geht natürlich nicht nur um die Beziehung zwischen den beiden, wie sie sich aufbaut, sondern auch die Beziehung zur Musik. Ich meine, Musik ist, verleiht einem so viel Ausdruck und man kann durch so viel Musik, durch Musik so viel rüberbringen, was man sonst gar nicht so in Worte fassen kann. Und ich finde, das macht Given ganz, ganz, ganz gut. Ich habe zwar den Original-Manga nicht gelesen, also ich bin in diese Serie komplett blind reingegangen und das bereue ich auch gar nicht. Dadurch bin ich jetzt so noch umso gespannter und überraschter, wie sich alles noch weiterentwickeln wird. Aber ich habe definitiv vor, wenn dieser Anime rum ist, ich glaube, der hat sogar nur 11 Folgen und nicht mal 12, mir den Manga zu kaufen und zu lesen. Wobei da, glaube ich, auch in Japan noch nicht so viele Bände raus sind. Also ob es dann noch. Ob der Manga schon so viel weiter ist als der Anime, also das Ende vom Anime haben wird, das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht gar nicht so viel. Ja, und diese Sendung hat eigentlich alle Qualitäten oder alle Dinge, die so eine Highschool-Romance-Geschichte haben muss. Ich meine, der Gitarrist und erfahrene Musiker Rizka lernt halt eben in der Schule, im Treppenhaus, den schüchternen und verschlossenen Mafio kennen, der ja immer eine Gitarre mit sich rumträgt. Und der dann natürlich Rizka auch mit der Gitarre sieht und ihn darauf anspricht. Und er möchte letztendlich das Gitarrenspielen lernen von Rizka, was ihn total aus der Bahn wirft, weil er hat sich alles selber beigebracht und macht sich Sorgen, dass er das dem überhaupt nicht beibringen kann. Und Rizka zieht es natürlich zu Mafio, weil er ist neugierig. Aber er merkt ja dann auch ziemlich früh in der Serie, wie talentiert Mafio ist. Und möchte ihn dann unbedingt in der Band haben, aber das kommt später. Natürlich haben alle Charaktere ihre eigene Geschichte. Also Mafio hat eindeutig eine ganz, ganz tragische Hintergrundgeschichte, Vergangenheit, weil er diese Gitarre da mit sich rumträgt, die offensichtlich nicht seine eigene ist. Und auch Haruki, genau Haruki, der Bassist der Band, und Akihiko, der Schlagzeuger von Rizkas Band, haben auch ihre eigenen Probleme offensichtlich. Die Musik oder halt die Folgen insgesamt sind am Anfang sehr, sehr ruhig gehalten und dadurch heben sich zwei Szenen noch mehr ab. Und zwar zum ersten Mal der Bruch der Gitarrenseite von Mafio, worum sich dann Rizka kümmert. Und das zweite ist natürlich die Jam-Session von Rizka, Akihiko und wie heißt der Typ nochmal? Ich kann noch nicht seinen Namen vergessen. Haruki, genau, Haruki.
Genau, also diese Jam-Session halt. Und genauso ist es auch mit Mafuyus Charakter. Er ist sehr ruhig und über die ersten zwei Folgen hinweg, sag ich mal, und am Ende der zweiten Folge hebt sich dann die letzte Szene nochmal besonders ab, und zwar als er dann endlich anfängt zu singen. Und ich glaube, alle Manga-Leser hatten da voll die Erwartungen, so wie seine Stimme denn sein wird, und waren dann, glaube ich, enttäuscht. Gut, ich habe den Manga nicht gelesen, ich hatte da keine Vorstellungen. Ich fand es trotzdem ganz passend, weil es so war, so eine richtig klare, durchdringende Stimme, ganz im Gegensatz zu, was man jetzt von Mafuyus Charakter so erwarten würde. Ja, ich meine, in dieser Serie dreht sich alles um Musik, und dementsprechend hat man da natürlich auch hohe Erwartungen, was Soundtrack und alles angeht. Und ich muss sagen, das ist alles so authentisch, wie das gemacht wird. Also auch diese Jam-Session halt eben mit diesem peppigen Gitarrenrock und wie das dann auch animiert wurde. Und ich glaube, für jemanden, der ein Instrument spielt, ist die Serie auch richtig cool, eben weil es auch auf kleine Details achtet, was weiß ich, von diesen, wenn dann nur so ein paar Saiten eingespielt werden, diese Fingerpads, und dann hört man mal so, wie die Gitarre ein- und ausgestöpselt wird und die Gitarre einfach so, und dann, wenn sie amped ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, Mafuyu hat später sogar Blasen an den Fingern, weil er so viel übt. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder Gitarrist, wenn man am Anfang spielt und die Fingerkuppen sind alle noch so weich und unbeschadet, und dann kommen halt die ganzen Blasen. Aber was man vielleicht schon aus meinem wirren Zeug herausgehört hat, ist, dass es auch insgesamt die Serie weniger handlungsgetrieben ist, als sie sich jetzt ihren Charakteren widmet. Ich meine, zum Beispiel Rizka. Rizka ist voller Musik und hat eigentlich nur Musik im Kopf. Okay, es war, glaube ich, in der Zwischenzeit anders. Da hat er so ein bisschen Downer, aber dadurch, dass er Mafuyu kennengelernt, ist er wieder irgendwie angespornt, was man auch in dieser Jam-Session gemerkt hat. Er wollte total cool sein, natürlich beim Spielen. Und da ist jetzt nochmal ein altes Feuer, glaube ich, in ihm entfacht. Haruki und Akihiko sehen eigentlich genauso aus, wie zwei Studenten aussehen sollen. Vielleicht sogar ein bisschen stereotypisch, was jetzt ihr Aussehen generell angeht und wie man sich so Bandmitglieder vorstellt. Ich meine, der Haruki ist der Bassist, der hat diese obligatorischen langen Haare in einem Zopf, und Akihiko ist so der Bad Boy der Band, da mit den kurzgeschorenen Haaren und den Piercings. Aber unter diesem Aussehen steckt doch sehr viel mehr an Komplexität, was ihre Charaktere angeht. Also da kann man auf jeden Fall noch mehr erwarten. Darauf komme ich auch später nochmal zurück. Fand es auch süß, die Folgen, wie Mafuyu immer Rizka gefolgt ist, weil Rizka hat eigentlich erst am Anfang gesagt, nee, ich bringe die Gitarrenspiele nicht bei, und er ist ihm überall hingefolgt und hat sich so überall hinter irgendwelchen Säulen oder so kleinen Kleinigkeiten versteckt. Das ist echt niedlich. Aber ich bin echt auch gespannt, wie sich Mafuyu so weiterentwickelt. Ich meine, es ist offensichtlich, dass Rizka zuerst sich verlieben wird oder sich verliebt hat, wie dann auch Mafuyu so als Romantik-Gegenpart dann so drauf ist und agiert, aber das liegt noch weit in der Zukunft. Jetzt sind vielleicht viele Leute irgendwie abgeschreckt, so, oh, Boys Love, voll schwul, oder keine Ahnung, was für dumme Dinge, dumme Leute manchmal sagen. Was ich damit sagen will, ist, anstatt das jetzt als einen Anime hervorzuheben und zu sagen, hey, das ist voll der gute BL, das ist der beste BL, den ich seit langem gesehen oder gelesen habe und bla, sollte man das eher so nutzen als, okay, ich dachte, Boys Love läuft immer so und so, aber ich glaube, das muss ich nochmal umstellen und alles hinterfragen, wenn ich so diese Geschichte anschaue, die ja so komplett anders ist. Und ich erzähle das jetzt halt alles so, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass, wenn man jetzt auf Drama und Musik und keine Ahnung was Anime steht, so wie ich, aber nichts mit BL anfangen kann, diese Serie trotzdem schauen kann und auch schauen sollte, weil es ist so viel mehr. Ich meine, vor allem, da passiert ja, also wenn ihr jetzt anfängt, oh, ich möchte es jetzt nicht sehen und bla, da passiert noch gar nichts. Also kommt mal alle klar mit euren kindischen Gedanken, ohne Witz, da werde ich so sauer. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also klar, die BL mögen, die können es dann wirklich so sehen als, wow, das ist wirklich seit langer Zeit mal wieder ein richtig guter BL. Oder halt aber auch die keinen BL schauen oder lesen,
sollten offen sein für diese Serie und einfach mal reinschauen. Ich finde auch, dass die ersten drei Folgen da locker reichen, um einen davon zu überzeugen. Oder halt eben nicht. Ich meine, wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch eben nicht. Das waren jetzt, glaube ich, so die ersten zwei Folgen oder so. In der dritten Folge ist es ja so, dass es darum geht, dass Sitzka total in einem Chaos ist, weil Mafuyu es ja abgelehnt hat, in der Band zu spielen, weil nachdem Mafuyu Lizka vorgesungen hat und der seine tolle Stimme halt gehört hat und so mitgerissen war, hat er ihn natürlich gleich gefragt, ja, Band, spiel mit in der Band, wobei die Band von Lizka halt immer so instrumental war, also ohne Gesang. Mafuyu hat halt nein gesagt. Und es ist echt so lustig und süß zu beobachten, wie verwirrt und sauer und keine Ahnung, emotional Lizka ist. Deswegen, ich meine, er versucht irgendwie Lösungen zu finden, wie er Mafio trotzdem in die Band reinziehen kann. Ich glaube, der tut es dann sogar googeln, wie kann ich jemanden für meine Band recruiten und so weiter und so fort. Das ist einfach so süß. Das ist halt typischer Teil der Jugend, ne? Sich so wie so ein Trottel zu benehmen. Es ist auch schön zu sehen, was für Rollen Haruki und Akihiko für Rizka einnehmen. Und zwar sind das sowas wie Mentoren. Ich meine, sie ärgern Rizka auch sehr gern. Ich meine, sie lachen ihn auch immer aus, weil Rizka sich so viel Gedanken macht und googelt und bla. Aber sie stehen ihm auch irgendwie immer mit Tat und Rat und Tat zur Seite. Und sie sagen ihm dann auch, hey, warum fragst du Mafuyu nicht einfach, warum er nicht bei der Band mitspielen möchte, statt ihn mit so unbeholfenen Strategien überzeugen zu wollen. Ich finde das cool, was für eine Rolle die einnehmen in der Serie für Rizka. Dass Mafuyu das abgelehnt hat, in der Band zu spielen, hält ihn natürlich nicht ab, das Gitarrenspiel zu lernen, weil das möchte er immer noch. Und Haruki und Akiko haben halt, oder die anderen haben ihm halt den Tipp gegeben, dass er halt so Nebenjobs machen sollte. Und die haben ihm dann auch einen Nebenjob in so einem Musiklokal vermittelt, damit er halt ein bisschen was ansparen kann für Equipment für seine Gitarre. Ja, der Ton der Folge wird dann wieder ernster, und zwar als Rizka und Mafuyu sich wieder treffen, und Rizka möchte einfach ehrlicher mit sich und mit Mafuyu sein. Und als er gerade so dabei war, werden sie unterbrochen von einer Person, von einer unbekannten Person, einem Typen, den Mafuyu offensichtlich kennt und der ihn beschuldigt. Mafuyu ist so damit überfordert, dass er dann wegrennt, und Rizka rennt ihm danach, weil er natürlich merkt, wie verletzt Mafuyu ist, und hält ihn dann auch auf. Und das ist so das Herzstück, finde ich, von der Folge, weil dadurch kommt halt auf, wie unsicher Mafuyu ist und warum er nicht in der Band spielen möchte. Und zwar, weil er findet, dass er keine Gefühle ausdrücken kann. Es ist einfach so traurig zu sehen, dass er das halt wirklich, wirklich von sich selber denkt. Nur weil man so im täglichen Leben nicht total viele Expressions zeigt und ganz viel lacht, und nur weil eine Person nicht weinen kann, heißt es ja auch nicht, dass sie keine Tiefe hat oder dass sie nicht traurig ist. Und dann kommt so ein Moment, wo die zwei sehr, 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 sehr nah aneinander rücken, beziehungsweise Elitska sehr nah an Mafuyu ranrückt und dann stoppt, weil, was war da dann nochmal? Ich glaube, Mafuyu hat dann wieder angefangen, sein Liedchen anzustimmen, und jede Fujoshi war wahrscheinlich so vor dem Fernseher so, oh, aber so fortgeschritten sind die halt in ihrer Beziehung nicht. Also, calm your tits, ganz ruhig bleiben. Es kommt noch, wir müssen nur geduldig sein. Die beiden beruhigen sich dann wieder, die holen sich dann, glaube ich, ein paar Dosen Limos aus dem Automat raus. Und letztendlich willigt Mafuyu ein, in der Band mitzuspielen. Worüber wir alle sehr glücklich sind. Es ist mega interessant, nicht nur zu sehen, was zwischen Rizka und Mafuyu passiert. Also diese ganze Love Story zwischen den beiden. Und es gibt natürlich auch Drama mit Mafuyus Vergangenheit. Und dann hat man natürlich noch den Aspekt von der Musik rundherum. Und da hat man noch sehr interessante Nebencharaktere, nämlich zum Akihiko und Haruki. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie es mit den beiden weitergeht, weil offensichtlich ist Haruki in Akihiko verliebt.
Ich meine, er tut verdächtig oft erröten in seiner Gegenwart. Und ich denke so, oh, du bist so goldig. So goldig. Ja, nee, aber Spaß beiseite. Also wie gesagt, diese Vereinigung zwischen Romance und dann Musik und Drama ist einfach so, das schwillt mein Herz an. Das ist so, mein kleines Kokoro blüht auf. Ja, und dann geht es weiter mit der nächsten Folge, der vierten Folge. Und ich glaube, die hat so begonnen, dass man halt sieht, wie Yayoi, nicht Yaoi, Yayoi, das ist ja die große Schwester von Nitsuka, halt den Raum betritt und so ihren Bruder total vertieft sieht mit seiner Gitarre und man Kopfhörern und so verkrabbelt, kriegt überhaupt nichts von ihr mit, hat überall sind da gleich Musikblätter, weil er ist so konzentriert, weil er hat natürlich dieses Lied total oder diese Melodie im Kopf, die Mafuyu halt immer anstimmt, wenn er singt oder so summt. Und er hat sich das, glaube ich, weiß nicht, fest vorgenommen, da die Melodie und alles dazu zu komponieren und ist so damit beschäftigt. Also, ich habe es, glaube ich, vorher schon mal gesagt, man merkt richtig, wie Mafuyu so Jitsuka wieder in Brand gesteckt hat und er ist jetzt wieder voller Euphorie für die Musik und steigt wieder voll ein. Und das sieht halt eben auch die Yayoi und die geht dann, glaube ich, einfach wieder so aus dem Zimmer raus und finde es, glaube ich, gut, ihn zu sehen, wie er früher war. Man weiß noch nicht genau, was passiert ist, dass sieht's gar nicht, der Musik jetzt nicht mehr so nah war. Vielleicht findet man da ja aber noch was raus. Ich habe keine Ahnung, weil ich lese auch nicht den Manga. Ja, und ich glaube, in der Folge fehlt es das große emotionale Bam von der letzten Folge, als halt Mafuyu sich eingestanden hat, dass er keine Gefühle hat oder sie nicht zeigen kann oder wie auch immer. Was aber auch nicht schlimm ist, weil es ist einfach nur so süß, die beiden zusammen zu sehen, also Jitsuka und Mafuyu. Und man merkt auch, dass Mafuyu so ganz leicht so aus seiner Schale so langsam rauskommt. Und es gefällt ihm offensichtlich, dass nur er den immer schlaf während der Mittagspause schlafenden Jitsuka wecken kann mit seinem schönen Stimmchen. Ich meine, er lächelt da dann immer. Und Highlight sind natürlich immer diese Treppenhausszenen in der Schule. Ich meine, da haben sie sich auch kennengelernt. Da schläft Jitsuka immer und da hat sich der dann auch Mafuyu mit der Gitarre aufgehalten. Auf jeden Fall gibt es da dann so eine Szene, wo Jitsuka halt Mafuyu vorspielt. Nicht nur die Melodie, die er immer gesungen hat, sondern auch passend dazu die Gitarrenbegleitung halt spielt und dann auch noch dazu selber summt. Und Mafuyu war so total so, oh, und ich war auch so, oh. Ja, und dann kommt so ein bisschen so eine bluesige Chill-Szene. Und Litzka und Mafuyu gehen halt in das Sound, ins Studio, ins Musikstudio und treffen da natürlich Haruki und Akihiko und sagen denen, dass Mafuyu halt bei der Band mitmacht. Und die beiden sind natürlich überhaupt nicht überrascht. Die haben das schon so kommen sehen. Und dann üben die halt ein bisschen. Wie gesagt, ist alles so sehr bluesig, sehr chillig. Und danach treffen sie sich in so einem typischen japanischen Family Diner, unterhalten sich dann natürlich über Musik. Da kommt dann auch die Frage an Mafuyu, was denn er so für Musik hört. Und er ist dann so total erschrocken oder überfordert. Und die Antworten, die die anderen Charaktere geben, passen auch zu denen, finde ich. Zum Beispiel Jitsuka hat gleich gesagt, ja, er mag UK-Rock. Und Haruki sagt, ja, er spielt zwar Rock, aber er hört auch sehr viel J-Pop an. Und Akihiko natürlich, der ist so ein Musik, also der hat Musik studiert. Und er sagt dann natürlich auch, also er hört alles von Rock zu Pop bis zu Klassik. Klassik, dazu kommt man auch noch später noch zu sprechen, glaube ich. Da gibt es auch noch einige Erzählungen, die ich nicht. Einige Dinge, die ich noch nicht weiß über den Classic Akihiko. Sie betonen dann auch, dass das ihre Band so gut macht. Dadurch, dass sie so verschiedenen und unterschiedlichen Musikgeschmack haben, haben alle auch verschiedene Ideen im Kopf und können verschiedene Ideen dann so auf den Tisch bringen und auf die unterschiedlichste Art und Weise dann miteinander so kombinieren. Weil ganz oft ist ja so, dass in ihren vergangenen Bands das so war, dass alle in ganz ähnliche Richtung oder ähnlichen Geschmack hatten und dadurch viel öfter aneinander geraten sind und in Streit gekommen sind, weil jeder irgendwie so seinen eigenen Kopf durchsetzen wollte, als wenn man von vornherein schon so
unterschiedlich drauf ist und dann aber trotzdem so offen für Neues und anderes ist. Das Herzstück der Folge ist, glaube ich, dass Sitka Mafia zum Shopping mitnimmt. Aber nicht einfach so, sondern es geht um so ein, wie nennt man das, Effekt-Pedal, was die E-Gitarristen natürlich immer haben und brauchen und wovon es Dutzende und Hunderte verschiedene gibt, mit jeweils verschiedenen Effekten, zu unterschiedlichsten Preisen und Farben und so weiter. Und da war es dann so, dass sie in unterschiedlichste Läden spaziert sind, die alle so ihren eigenen Charakter hatten, sag ich jetzt mal. Und es war ziemlich cool mit anzuschauen, weil Mafuyu hatte, glaube ich, gleich so ein ganz bestimmtes im Auge, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es war in einem Laden für neue Effekt-Pedals und es war natürlich viel zu teuer, weil er hat ja erst angefangen, mit diesem Nebenjob angefangen, hat noch nicht so viel Geld auf der Seite, bla. Und dann gehen sie, glaube ich, irgendwann mal in so einen Laden, der halt auch Gebrauchtware hat. Und da finden sie das, glaube ich, genau das, was er will, wieder halt in Gebraucht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und Lizka befürwortet das natürlich auch offensichtlich, dass man auch gebrauchtes Zeug kaufen sollte, vor allem wenn man gerade halt erst anfängt und halt die Kohle sowieso knapp ist. Letztendlich hat er, glaube ich, so ein Pedal genommen, was gut verstärkt, aber auch die Töne verzerren kann. Ich habe keine Ahnung von Gitarren und so, aber ich glaube, das war so eins in der Art. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal von Given reden, weil es so eine tolle Serie ist und ich freue mich schon darauf, wenn die Serie vorbei ist, ich den Manga kaufen kann und da dann so in Zukunft mehr up to date sein werde, was so die Geschichte angeht. Aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie es weitergeht und ich werde definitiv hier auf diesem Channel nochmal über Given reden, über die kommenden Folgen dann. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann vielleicht zum nächsten Given-Video wieder, das ich dann machen werde und da ein bisschen meinen Senf abgeben werde. Ich bin so stolz auf mich, dass ich mich so meine innere Fujoshi so containen konnte. Nee, Spaß beiseite, die Serie ist so viel mehr für mich und ich bin gespannt auf weitere Interaktionen zwischen Rizka und Mafuyu, aber auch natürlich Akihiko und Haruki, auf die beiden bin ich besonders gespannt. Ich habe mein Auge auf diese beiden und bin gespannt auf vor allem auch Akihikos Backstory, aber auch Mafuyus komplette Backstory, was jetzt letztendlich mit diesem Jungen geschehen ist und warum er sich umgebracht hat und so weiter und so fort. In diesem Sinne, schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Gianni!